Bleiben Sie sitzen, mein Freund. Wir haben keine Eile. Schönen guten Tag. Sie wünschen bitte? Einen doppelten Cognac und Mineralwasser. Doppelten Cognac und Mineralwasser. Kommt sofort. Recht gemütlich hier. Ja, ne? Wer gerade sowas sucht? Ich meine die Live-Musik. Bitte? Die Live-Musik. Das ist ja mir. Ihre Enkelin? Ja. Hier im Kaffeehaus bereitest du dich auf dein Studium vor. Auch was dagegen? Wieso auch? Niklas, angeblich versaue ich mir den Anschlag. Ach, ist doch Blödsinn. Nicht wahr? Das sage ich ja auch. Liebe ist eine komplizierte Angelegenheit. Im Moment hasse ich ihn. Das ist in etwa dasselbe. So, bitteschön, der Herr. Sehr zum Wohl. Dankeschön, dankeschön. Da haben Sie irgendwie recht. Warum siehst du mich eigentlich? Ich kann doch nicht einfach so... Brauchst du ja nicht Opa sagen, kannst du Max sagen. Ich würde doch niemals Opa zu Ihnen, zu dir sagen. Kennst du die Nummer? Da, 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 ja? Geh mal. Du führst dich auf. Sag mal, bist du wahnsinnig geworden? Aber Mama, es lief doch alles wunderbar. Naja, wenn das Mia wüsste. Das klang ja super. Sag mal, juckt es dir nicht in den Finger, mal auf so einem guten Instrument zu spielen? Ja, das wäre riesig. Na ja, dann komm mit zu mir nach Erften. Gleich? Gute Ideen soll man sofort in die Tat umsetzen. Aber ich muss mich erst noch umziehen. Wieso denn? Du siehst doch nicht leer aus. Also ein paar Tage Urlaub gibt mir der Chef bestimmt. Mhm. Um 18 Uhr mache ich Schluss. Kannst du so lange warten? Ich warte. Wir warten. Wir warten. Auf Ihre Enkelin. Ja, auf meine Enkelin. Das Erste, was wir uns kaufen, ist ein Geschirrspüler. Mia hat angerufen. Sie fährt für ein paar Tage mit Max nach Erften. Bist du wahnsinnig? Ja, Max hat sie eingeladen. Ich konnte es ihr doch nicht verbieten. Ja, du hättest es ihr verbieten müssen. Warum werde ich eigentlich nicht gefragt? Mia ist immerhin meine Tochter. Aber schön, dass dir das auch mal wieder einfällt. Das finde ich jetzt ganz gemein. Naja, wenn du mich so anschreist. Mama, begreift doch mal, dass Mia alles verderben kann. Der Baldorf denkt, Mia ist seine Enkelin. Er muss davon ausgehen, dass sie das auch so sieht. Und was machen wir jetzt? Beten. Ich interessiere mich ja nicht so für Autos, aber das hier ist schon ein tolles Teil. In der Tat. Ein tolles Teil. Der ist so bequem und so leise. Niklas, der fährt so eine Uraltbrücke. Zugig, klapprig und lahm wie eine Ente. Wie viel macht denn der hier, wenn es drauf ankommt? Na, drauf steht 260. Und, sind Sie da schon mal? Na ja, ich muss den Wagen ja mal ab und zu ausfahren. Müssen Sie das, Herr Antoine? Ja, Herr Baldorf, aber immer ohne Sie. Das ist ja schön, da bin ich ja beruhigt. Also mir kann es überhaupt nicht schnell genug gehen, wenn das alles so vorbeifliegt. Aber Niklas, der fährt immer wie ein Grufti, damit ja seinem Cello nichts passiert. Max, versprichst du mir was? Kommt ganz drauf an. Wenn ich dir irgendwie auf die Nerven gehe mit meinem Gerede, dann sag's mir und schick mich weg. In meinem Alter hat man keine Nerven mehr. Na, so alt bist du ja nun auch wieder nicht.
Ach, ist das nicht ein schöner Tag? Ein sehr schöner. Ja. Ach, einen recht schönen guten Abend, Herr Baldauf. Guten Abend, gnädiges Fräulein. Ich bedauere unendlich, leider ist Ihr bevorzugter Tisch schon vergeben. Wir haben heute nicht mit Ihrem Erscheinen gerechnet. Kein Problem. Wir haben uns erst kurzfristig entschieden. Bitte schön. Bier? Ja, bitte. Ja, bitte. Ist das so recht? Ja, sicher. Bitte. Darf ich einen Aperitif servieren? Ja. Das Übliche. Das Übliche. Sofort. Oh Gott. Mineralwasser kostet hier 7,50 Mark. Dafür muss ich eine halbe Stunde Klavier spielen. Deshalb vermeide ich hier das Mineralwasser. Aha. Verstehst du? Irre ich mich oder starren die uns wirklich alle an? Ja, ich hoffe, dass sie es tun. Sie haben noch nie so ein bezauberndes Mädchen gesehen. Max, jetzt übertreibst du, aber ich bin überhaupt nichts Besonderes. Doch. Für mich schon. Für mich bist du etwas ganz Besonderes. Ah ja. Bitte schön. Ja. Dankeschön. Ich kann das noch gar nicht glauben, dass ich hier so mit dir sitze. Normalerweise, da bin ich... Was bist du normalerweise? Naja, ich bin von einer Minute zur anderen in dein Auto gestiegen und mitgefahren. Weißt du auch warum? Mhm. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, dich schon sehr lange zu kennen. Das hast du jetzt sehr schön gesagt. Mein Gott, ich habe noch nicht mal eine Zahnbürste dabei. Hm, zahnbürstenmäßig leben wir im Wucher. Prost.